Willkommen bei mir auf meinem Kanal. Heute habe ich hier was von der Firma Kobi, den Mercedes G4 von 1939 im Maßstab 1 zu 35 und der hat 272 Teile und eine Figur. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Den hatten sie von 1939 bis 1945, hatten sie den gebaut gehabt, den G4. Das ist nochmal die Rückseite. Da könnt ihr auch sehen, dass hier Nachtleuchten sind hier. Das Licht. Und hier sind die Funktionen, wo die Türen aufgehen. Aber wir gucken uns das gleich mal im Detail an und dann schauen wir mal weiter. So, das war der Spaß mit der Kiste. Jetzt haben wir hier nochmal die Anleitung von Kobi. Ist klammergebunden und wir haben sage und schreibe 60 Bauabschnitte. Und ihr seht ja auch, das was fertig ist, ist ausgegraut und was gebaut werden muss, das ist farblich dargestellt. Also überhaupt keine Schwierigkeit. Und kein Problem, da irgendwie was aufzubauen. Wir haben ja auch für die Bügelperlen extra nochmal so eine Hilfe dabei. Ein Stift, wo wir die Bügelperlen mit drauf machen und da draufstecken. Also das ist schon mal ein Vorteil, wenn man Bügelperlen hat. Das kleine Teilchen, das rote aufheben. Das ist unwahrscheinlich hilfreich. Ich kann ja mal gucken, ob ich sie noch mal irgendwo reingeschmissen habe. Genau, hier ist es. Ja, so sieht das Teil aus. Das ist hier so ein kleines Teil. Da haben wir hier vorne diesen Noppen. Da kommt die Bügelperle drauf und dann kann man das einpinnen. Gucken, ob ich mal eine Bügelperle habe. Eine übergebliebene. Nee, so wie es aussieht, habe ich keine. Sonst hätte ich euch das mal zeigen können. Aber das ist auch ein hilfreiches Teil. Also auf keinen Fall wegwerfen, aufheben. Falls ihr mal Modelle habt, wo ihr Bügelperlen drauf machen müsst. So, hier haben wir das gute Stück. Wir haben hier 8 Reifen bei. 6 auf jeder Seite hier. Also 3 auf jeder Seite, also insgesamt 6. Auch das Wehrmachtsnummernschild ist mit bei. WH. Mercedes-Stern vorne drauf. Wenn diese Lampen hier vorne Licht gesammelt haben, Tageslicht, und ihr macht das Licht aus, dann leuchten die. Die speichern das kurzzeitig mal ein bisschen Licht. Also da haben wir hier vorne 2 kleine Lampen. Da und da. Und die 2 größeren. Motorhaube geht nicht auf. Wir haben hier Ersatzräder auf jeder Seite. Hier auch. Von unten. Das Modell so. Das ist wirklich stabil. Da passiert doch nichts. Wir haben hier diese Funktion, dass wir die Türen aufmachen können. So. Das will ich auch gar nicht vorenthalten. Ne? Da sehen wir auch wieder das Lenkrad. Wir wissen ja, dass bei Kobi die Sitzschalen hier, da ist ja, so eine Rille mit drin. Weil die hinten keine Noppen haben, damit die nicht wegrutschen. Ist das so designt. Das Verdeck hier, das kann man hier nochmal so ein bisschen hoch machen. Dann hat man hinten noch hier so einen Notsitz, wo man es reinsitzen kann. Na, hier ist auch noch Platz für Notsitz, also Fahrer. Dann hast du hier noch Platz für den Beifahrer. Und dann kannst du hier auch noch 2 Figuren reinsetzen. Einmal da und einmal da. Wir haben hier hinten auch noch einen kleinen Kofferraum. Den wir hier hinten nochmal aufmachen können. Alles überhaupt kein Thema. Also ist gut gemacht hier, auch mit dem Verdeck hier. Die Scheibe hier vorne, die Scheibenwischer, die drauf sind, das ist Print. Wir haben hier überhaupt keine Aufkleber
auch hier hinten die Rückfahrleuchten, die hier sind, da und auf der anderen Seite, das ist auch Print. Genauso wie die Trittbretter. Ist auch Print. Ja, hier sind kleine Sticker bei. Das finde ich schön. Ja, selbst vorne der Kühlergrill hier vorne, das ist auch Print. Ist schön gemacht. Ich finde das in Ordnung hier. Ist auch gar nicht mal so leicht. Also ist ein schönes Gewicht. Sind ein paar hundert Gramm. Da gibt es auch noch ein schönes Schildchen zu. 1939. Mercedes G4. Und dann haben wir noch eine Figur. Dann bei, das ist diese hier. Ein Wehrmachtssoldat mit Mütze. Guckt auch wieder grimmig, ne? Mal gucken wir mal, ob wir das jetzt ein bisschen besser hinkriegen. Mit dem Autofokus. Naja, nicht wirklich. So. Ja, also der Print ist auch gut. Der ist aber nur von vorne geprintet. Von hinten haben wir gar nichts geprintet. Ja, da ist gar nichts drauf. Gut, die Aktentasche. Kann man auch irgendwo festnocken. Und dann kann man den jetzt hier reinsetzen. Das können wir ja mal kurz hier machen. Damit wir hier mal sehen. So, sitzt. So. So, jetzt sitzt das richtig drin. Na, jetzt haben wir auch den Fahrer mit drin. Sieht schön aus. Aber mir gefällt es. Überhaupt kein Problem. Die Tasche kann man auch noch hier drauf packen. Also, dass die voll dran geht. Schmeißen hinten rein. Ja, das ist ein schönes Modell. Das kann man sich schön hier ins Regal reinstellen. Dann nochmal hier die kleine Schildchen. Ja. Mercedes 1939 G4. Also wunderbar. Kann man nicht meckern. Ne? Läuft. Die Bereifung ist auch alles. Dreht sich alles, ist alles gängig. Also. Scheibe hat auch keinen Kratzer. Fliesen sind auch gut. Ich habe auch keine Farbunterschiede gesehen. Ist alles stimmig. Läuft. Keine Fehlteile, nichts. Gutes Teil. Ja, das sage ich mal, war das erstmal, was ich euch jetzt so gezeigt habe. Ich glaube, ihr könnt es noch mal ausmessen, was es für ein Maß hat. Also wir haben eine Länge von rund 17 cm, eine Breite von 6,5 und eine Höhe mit 6 cm. Also passt eigentlich ins Regal rein hier. Ist eigentlich nicht so wild. Kann man machen. Das geht schon. So, das hätte ich jetzt auch. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen, ne? Und tschüss, bis zum nächsten Mal.